Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Mario & Rabbids Sparks Hope. So. Wir waren jetzt hier rüber. Also, wir waren jetzt hier rüber. Hier entlang. Und hier. Und hier hatten wir jetzt diese glorreiche Aufgabe. Entweder hier lang, wo wir nicht lang können. Hier hoch. Oder mutiges Duo. Und ich hatte mich entschieden, hier hoch zu gehen. Weil ich halt noch nicht das Level habe. So. Weiter geht's. Nach oben. Yes, wir haben zuerst zugeschlagen. Yay! Okay, gut. Also mal wieder ein paar Kamex. Die gehen mir überhaupt nicht auf die Nerven. Nein. Heile dein Team. Ja, komm. Wir haben genügend. So, und dann jetzt erstmal gucken wir. Was haben wir denn? Besiege alle Gegner. 1, 2, 3 Kamex und Bomben. Ha. Könnte. Das könnte funktionieren. Los geht's. Heute mal ein Ladegerät. Gucken einmal, was machen wir jetzt hier mit ihr? Raserei. Also sie kann sogar nochmal die Raserei. Also insofern alles schon in Ordnung. So, dann kommen wir mit Mario. Oh. Das hat schon mal nicht so gut funktioniert. Sie kann aber zweimal hin und her sliden. Okay. Achso, sie kommt sogar weiter. Könnte bis nach da hinten springen, rein theoretisch. Ah, oder den da nehmen und ich könnte den hochjagen. Ah, es ist schwer. Okay. Wir versuchen es mit dem Bom-Bom. Okay. Nein, ich... Oh, ich bin so doof. Ja, klar. Oh, du bist echt der Dümmste von allen. Den erwische ich zu 0%. 2%, was hast du an Reichweite? Oh, der, die Reichweite, er kommt also definitiv an mich ran. Ah, das ist... Ja. Okay, das heißt, da muss ich jetzt erstmal anders lang daran gehen. Komm ich... Ja, ich muss mit ihm Platz machen. Ich muss mit ihr jetzt erstmal den da weg... ich machen. Geht gar nicht anders. Okay, das haut ihn um. Wird reichen. Ich muss ja mit Mario da irgendwie langkommen. Deswegen. Okay. Kann ich mit Mario den Sprung machen? Okay, machen wir es erstmal so. Machen wir so. Okay, gehen wir auf Nummer sicher. Okidoki. Puh, das war knapp. Let's go. So, und mit ihr kann ich... hinten in Sicherheit gehen? Ich weiß es nicht, aber es wäre eigentlich gar keine dumme Idee. Damit ihr natürlich auch angreifen. Ah, das ist auch doof. Komm aber an ihn nicht ran. Komm ich so an Mario ran? Nein. So komme ich an Mario ran. Dann machen wir es so.
wusste, dass er Peach angreift. Nein, er greift nicht Peach an, er greift... Oh, okay. Na, das ist ja praktisch. Und tschüss. Wie, noch kein Tschüss? Wir machen das wie folgt. Ich springe hier rüber. Kopie ihn weg. Und schieße auf den Bonbon. Wunderbar, das lief doch super. Okay. Fehlt mir nur noch ein Kamek. Ja, jetzt sind wir hier oben. Oh, jetzt darf ich hier das runtermachen. Das ist schon mal praktisch. Darf ich hier noch weiter runter? Nein, darf ich bei dir irgendwas Besonderes kaufen? Na. Ich möchte kaufen, Sachen kaufen. Powerblock. Eigentlich gar nicht schlecht. Rase, zwei extra Rasereiangriffe. Könnten auch sehr hilfreich sein. Kaufen wir einfach mal ein. Ja, das hier sind Sachen, die machen natürlich wirklich keinen Sinn. Und hier kann ich jetzt treten und woanders hin. Okay. Wo geht's hin? Ah, okay. Ja, das macht natürlich jetzt noch mehr Sinn, weil jetzt darf ich das drehen wieder. So komme ich darüber. Selbst wenn ich da nicht runterkomme, so komme ich darüber. Sollte ich natürlich auch die Röhre nehmen. Sonst ärgere ich mich später. Ah. Fliegende Untertasse, bitte kommen! Super Mutti an fliegende Untertasse, könnt ihr mich hören? Je schneller ihr das Ding auf meiner Windmühle erledigt, desto schneller kann ich euer Gerät auf Vordermann bringen. Over and out. Okay, ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Hier weht ein ungesunder Wind. Oh. Sollten wir natürlich noch einsammeln. Stimmt, habe ich das eigentlich jetzt schon geguckt, ob die da alle, die ich benutze, irgendwie auch sinnvoll sind? Weil zum Beispiel bei ihr das Spielen bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Das heißt, ich gucke jetzt hier mal nach Sparks. Genau der hier. Da hätte ich dann gerne doch einen anderen. Ja, das Wegschubsen ist schon ganz schlecht. Gegner in Reichweite werden von der Position des Helden entfernt. Gelockt. Finde ich das ja schon geil hier, ne? Eine Schockwelle erzeugen. Davon habe ich genügend. Wir haben einen Heilungsboost. Heilungsboost verwundert mich jetzt. Maximale Kraftpunkte des Helden werden um 35% erhöht. Ach so. Okay. Jetzt habe ich gar nicht bei den anderen drauf geachtet. Egal. Stufe 26 sind wir. Ja, dann gefährliche Windmühlenwinde. Let's go.
Schütze Drehmechanismus. Hier geschützt. 8 von 8 Runden verbleibend. Wo ist denn der Drehmechanismus? Ist der da unten? Dann mal an die Arbeit. Yep, das ist der da unten. Ja gut, aktuell muss ich ja nur überleben. Ich darf ja nicht... Sollte nicht nach vorne stürmen, so verstehe ich das. Aber was ich machen sollte, ist erstmal gucken, wo sind die Gegner. Wir haben hier Gegner. 3 Stück. Also wir haben erstmal in beide Richtungen Gegner. Das ist schon mal gut. Das heißt also, bei ihr kann ich schon mal den da erzeugen, der dann nach vorne stürmt. So, er kann schon mal verteidigen und Mario kann dann hier in die Position gehen und von hier aus verteidigen. So, und sie kann... Hat sie von hier aus schon Reichweite? Das ist ja schön, wenn da welche drauf stehen. Das ist auch nice. Okay, nee, dann lassen wir es mal so durchgehen. Ja. What the? Ich wusste genau, dass auch noch von der Seite welche kommen. Okay. Ja, der hat sich schon mal erledigt. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir jetzt zu Peach. Er könnte eigentlich noch ein Stückchen näher kommen, finde ich. Mario, was kannst du machen? Bis nach hinten kommst du an. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Nicht wirklich, ne? Gehen wir zu Rabbit Peach. Aber wir lassen sie rankommen. Jawohl, bei denen bringt es was. Oh oh. Das war ungünstig. So, der ist weg. Oh, verdammt. Das kam jetzt unerwartet. Das habe ich ganz vergessen. Oh nein. Wie dumm von mir. Mega dumm von mir. Das habe ich komplett ignoriert. Aber komplett. Ich muss die jetzt mir alleine lassen. Ich komm da gar nicht runter. Damit könnte ich den doppelt treffen. Ich glaube, so macht mehr Sinn. Okay, Peach, jetzt bist du dran. Den kriegst du weg, aber den anderen nicht. Oh, das war sowas von doof von mir. Noch ein Powerblock? Nein. Ich kann weggrätschen. Insofern alles gut. What? Das hat immer nicht geholfen. Hilft das denn? Ja,
Er steht nicht mehr drauf auf der Position, ne? Ah, verdammt, ey. Yeah! Das ist doch sowas von ungünstig. Die kommt runter. So geht das. Ihr könnt jetzt hier diese Welle machen. Ah. Oh, oh, schön, schön, schön. Genau. Bleibt da. Nee, das funktioniert nicht, aber was anderes funktioniert dann. Das ist schon mal gut. Nein, nicht runter. Hm. Jetzt mit den Helden zusammen. So. Ah, schade. Aber egal, machen wir einfach mal. Bei ihm ist es aber effektiv. Okay, es war mir jetzt nicht bewusst, dass es effektiv ist. So, Mario. Peach. Damit kriegt sie den weg. Mario hat jetzt noch die Möglichkeit. Ja, das war doof von mir. Ich habe komplett falsch gedacht. Ja, weil jetzt kommen die von oben. Der kann da angreifen und der kann da angreifen. Oh, das ist doch ätzend, dass die so eine Reichweite haben und ich die alle vier verteidigen muss. Ja, der macht den da platt wieder. Da kommt auch einer raus. Da kommen sogar zwei raus. Super. Okay, ich muss jetzt hier also komplett anders an das Ganze rangehen. Das heißt, ich kann ihn jetzt wegruppen. Kann ich das Ding heilen? Nein, kann ich nicht heilen. So, wir müssen mal gucken. Stehen die da auf was Elektrischem? Ja, die stehen auf was Elektrischem. Könnte jetzt sau dumm von mir sein, aber ich probiere es einfach mal. Das könnte sogar funktionieren. Okay, der hat schon mal Schaden genommen. Kann Mario das gleich auf der anderen Seite? Nein, da kann er es noch nicht machen. Das heißt, Mario müsste hier runter und sich um den da kümmern. Was passiert, wenn ich das... Der steht natürlich genau ungünstig, ne? Ah, ist der gegen Feuer anfällig? Empfindlich gegen Schleim. Ich habe aber keinen Schleimangriff. Ich habe eine Idee. Soll ich da hinten noch weg? So. Das Ding ist, ich krieg nicht beide erledigt. Krieg ich nicht. War's schon. War's schon mit der Runde. Beziehungsweise der da hinten ist weg, ne? Genau, ich habe jetzt hier noch die Chance, die beiden da wegzubringen.
Mario hat noch die Chance, ihre Kraft zu erhöhen. Das sollte ich dann nochmal machen. Damit sind beide weg. Okay. Machen wir einfach die Barriere. Erledigt ist erledigt. So, sie steht jetzt davor. Verteidigt das. Das heißt, er wird jetzt versuchen, sie anzugreifen. Der kämpft schon wieder an ihr vorbei. Kotze. Ne, wenn du jetzt auch noch auf den schießt, dann... Ja, damit ist das Spiel doch verloren. Moment, darf einer drauf? Jetzt kommen doch da nicht zwei raus. Kommt schon, lass das doch. Doof schon wieder hier. Das macht Sinn, dass ich mit ihr dahin gehe. Die beiden sind doch gegen Strom empfindlich. Also macht es Sinn, mich hier zu platzieren. Ja, das heißt, die haben sich dann erledigt. Okay. Peach dran. Peach könnte jetzt... ihn erzeugen. Ich weiß ja nicht, ob er bis dahin rennen kann. Ich muss es probieren. Nein, es reicht nicht. Es reicht leider nicht. Das heißt, da muss Mario ran. Runterspringen. Mario kommt da ran. Jemand den ran. Damit würde ich meinen eigenen verletzen. So, und solltest du dich bewegen, bin ich bereit. So, jetzt habe ich noch Peach. Peach muss ich jetzt hier irgendwo platzieren. Ich kann ja mit Peach hier runter und nicht den Teamsprung nehmen. Oh, Peach, du bist doch so... na egal. So, ich kann jetzt mit Peach hier runter. Okay. Ja, machen wir so. Okay, den haben wir. Ah, schon wieder so einer. Igitt. Das ist so ein Wassertyp, ne? Genau. Oh, der ist gut. Der ist gut platziert. Der ist gut platziert. Was? Was? Übertreibt halt mal, ne? Ah, ist das ekelig. Den erwische ich dann gar nicht. Ach, ist das ein Schmutz. Okay. Sie kann ihn aber erwischen. Da kann ich ihn direkt angreifen. Wenn ich ihn direkt angreife, bringt mich das noch nicht weiter. Ich müsste mit... Wartet mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So, Peach, geh mal weg. So, da käme ich ran und da. Wieso mache ich an dem so wenig Schaden? Das ist doch ätzend. Die andere Seite nehmen. Ich bin gerade sowas von unentschlossen.
würde halt gerne einmal so schießen. Das Ding ist, dass ich dann nur einmal Schaden verursache. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das habe ich mich fast befürchtet. Warte mal, steht er jetzt richtig? Ob er wirklich richtig steht? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Nein, ne? Dann vorbei. Ja, genau. Und damit sollte sich das eigentlich schon erledigt haben. Yes! Muss ich mit ihr nur noch überlegen, wie ich das mache. Aber bei ihm bringt es schon mal nichts. Könnte zu ihm hin. Könnte ihn wegruppen zweimal. Machen wir es einmal. Einmal. So, wisst ihr was? Einmal so. Genau. Dann vergiften wir noch. Oh, komme ich gar nicht hin. Das ist ja ungünstig. Kann ich nicht wegruppen, weil er davor steht. Ah. Okay, das war doof von mir. Oh, wundert mich, dass er doch Interesse an mir hatte. Ich kann mich zu sich rufen. Er hat doch das Ding ja definitiv erwischt. Jetzt wird's interessant. Ja, der wird nochmal interessanter. Warum? Oh, er greift Mario an, das ist gut. Also eigentlich ist es nicht gut, aber es ist gut, dass er halt, ne? Ach komm, der war unfair. Da, wie viel kommen da? Übertreiben sie aber ein bisschen, oder? Okay, das haben wir schon mal erledigt. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie ich das jetzt hier am besten mache. Weil der bringt mich nicht weiter. Das würde mich weiterbringen. Der da ist, das dauert. Damit würde ich den näher ranlocken. Aber dann würde ich dann doch eher den bevorzugen. Der steht mir nämlich zu nah dran. So, sie hat hier die Möglichkeiten, ihn wegzuballern. Der scheint mir erstmal noch weniger gefährlicher als der da. Ja, nur mit ihm kann ich. Mit ihm kann ich. Nummer 1 und. Den komme ich nicht ran. Nummer 1 und. Nummer 2. Er wird sich elektrisch aufgeladen. Aber er bewegt sich nicht. Okay. Damit will ich schon mal zwei Schnäppchen fast schlagen, ne? Viel Glück reicht es nicht. Oh oh. Oh oh. Oh yeah. Wir müssen verhindern, dass er sich davon hinbewegt. Deswegen muss ich das jetzt zünden.
Das reicht nicht für die Heilung. Und sie hat niemanden zum Wiederbeleben. X hätte ich noch, dann könnte sie noch zwei Stoßangriffe machen. Oder neuer Bewegungsradius Superpilz heilen. Ah, verdammt, das war doof. Die Entscheidung war doof, die ich gemacht hatte. Ja, warum du? Oh, das ist schon mal gut. Nein, ernsthaft? Aber eigentlich ist das Rad doch noch geschützt, oder? Oh, lass doch mal die Fernkämpfer weg. Meine Fresse. Wie viele Runden muss ich noch überleben, ey? Warum? Noch so einer. Wie viele Runden? Eine Runde muss ich noch überleben. Okay. Ich kann mit Mario ihn wegruppen. Bam. Er hat es geschafft, von da aus da anzugreifen. Das da hinten ist angeschlagen. Auf der anderen Seite. Das hier noch nicht. Das heißt, ich sollte erstmal hier runter und versuchen, hier gegebenenfalls den zu finden. Denn da steht keiner. Okay. So, dann haben wir sie. Die muss ja jetzt hier eigentlich gar nichts mehr beschützen. Das heißt, ich kann mit ihr eigentlich auch komplett auf die Seite hier springen. Kann mich komplett um den hier kümmern. Der würde Sinn ergeben. Kommen aber nicht ran. Könnte ihn zweimal weggruppen, dann wäre sie aber in Gefahr. Ja, was mache ich denn jetzt mit Mario? Ah, warte mal. Das ist eigentlich die Idee. Das ist die Idee. So kann ich sie beide ein bisschen aus der Reserve locken. Okay, und? Ja, wie gesagt, das bringt ihm nichts, aber... Er bewegt sich schon mal nicht. Ich kann das gleiche mit ihm machen. Kann ihn sozusagen grillen. Könnte aber auch ihn hier grillen. Aber er ist mir jetzt erstmal nicht so gefährlich. Er hier ist mir am gefährlichsten gerade. Er bewegt sich immer noch nicht. Genau. Bei ihr bewegt er sich. Weil sie halt da in dem Augenblick gerade drauf losballert. Kommt sie da ran? Ja. Dann machen wir das. Dann ist er weg. Um ihn mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Ich muss jetzt hier eine Seite, muss ich wenigstens verteidigen. War klar. Aber jetzt versuchen die nämlich alle auf die andere Seite zu kommen. Und dann haben wir die Runde eigentlich schon überlebt. Nein! Warum? Nein! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch sowas von unfair, oder? Ich habe überlebt. Ich glaube es gerade nicht, dass ich das überlebt habe. Alter. Ich bin gerade geflasht. Willst du nochmal spielen? Nein.
Oh, Leute, ihr habt die Windmühle wieder zum Laufen gebracht. Bei der Stärke des Sturms war ich besorgt, dass eure Erfolgschancen... Besorgt? Genie, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du hättest dir ganz schreckliche Sorgen um uns gemacht. Entwickelst du etwa emotionale Fähigkeiten? Wohl kaum. Wie auch immer, es gibt wichtigere Sachen als mich. Wir sollten Kontakt aufnehmen mit... Mutti! Ich bin so froh, ich bin euch so dankbar, dass ihr meine Windmaschine repariert habt. Ich dachte, das könnten wir doch vielleicht mit selbstgemachter Limonade und überbackenen Käsebroten feiern. Wir sehen uns in meiner Werkstatt. Ach ja. Ah ja, hier spricht Mutti. Tschüssi. Bibo, findest du auch, dass irgendwas an diesem Funkspruch seltsam klang? Offensichtlich haben meine hervorragenden Führungsqualitäten und mein entschlossener Einsatz Muttis Umgangston erheblich verbessert. Obwohl überbackene Käsebrote bei diesem heißen Wetter tatsächlich eine ungewöhnliche Wahl sind. Hier weht ein ungesunder Wind. Eine von zwei gereinigten Finsterzeit-Energiekristallen eingesammelt. Ja, das heißt, jetzt müssen wir wieder zurück zu Mutti. Aber das und vieles mehr in der nächsten Folge bei Mario und Rabbids Sparks of Hope. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.